Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich glaube, ihr wisst alle, wo Fabi, Melina und ich sind. Es soll ein Revisit werden, und zwar als wir das letzte Mal hier waren, war noch nicht wirklich viel Zerstörung, oder? Aber wenn ich jetzt schon in den Pool gucke, es ist viel Zerstörung hier und das kotzt uns an. Begleitet uns nochmal durch diese schicke Villa, die immer mehr verfällt. Viel Spaß! Hier hat man schon die ganzen Steine rausgekloppt. Aber auch hier die ganzen Holzteile. Oh, wie viel Müll, hier hat einer hingekackt. Das ist ja echt vieles zerstört. Guck mal hier, stehen noch Stiefel. Theoretisch, wie hast du 37? Oh, es ist nicht zu fassen. Melina sagt gerade, also der Tisch sieht richtig schlimm aus und die Türen wurden rausgerissen, zertrampelt, mutwillig zerstört. Dann hat hier einer noch so eine dumme Pfeile hingemalt. Hier liegt jetzt eine Tür, da liegt jetzt eine Tür. Es ist ein Trauerspiel, Freunde. Oh, die haben den Kronleuchter zerstört. Einfach abgerissen hier, was soll denn das? Ja, hier steht auch wieder ein Mini-Kühlschrank. Krass, was hier passiert ist, seit unserem letzten Besuch. Heftig, viel kaputt, viel kaputt. Ja Leute, es ist, hier geht's jetzt gerade noch. Hier hat einer irgendwas gegengeschmissen. Die ganzen technischen Sachen, die hier noch rumlagen, sind alle weg. Und hier seht ihr schon, die ganzen Türen wurden rausgerissen, zerstört. Und irgendwelchen Vollassis komplett hier rausgetreten. Hier hat man die ganze Decke zerstört. Hier liegen die Teile. Ich weiß nicht, was ich dafür bin. Ich bin sprachlos gerade, ehrlich. Und hier haben sie auch irgendwas ausgekippt. Das war letztes Mal auch noch nicht. Und hier von der Mikrowelle die Tür abgerissen. Alles bekritzelt. Oh, Trauerspiel. Wollen wir mal die Treppe hoch? Ich bin gespannt, was uns oben erwartet. Es ist auf jeden Fall unfassbar dreckig. Überall ist hier Sand. Hier verschimmelt alles richtig hart. Gut, das war beim letzten Mal schon, dass hier der ganze Kram vom Dach runterkommt. Aber die Türen waren halt alle komplett noch drin. Hier auch rausgetreten. Die wunderschöne Lampe, zerstört, komplett, liegt alles hier auf dem Boden. Das Badezimmer ist auch zerstört. Hier wurde die Duschkabine kaputt gekloppt. Oh nein, Leute. Oh, das ist ja, oh Gott, das blutet mir das Herz. Freunde, guckt euch das an. Die haben, diese wir haben hier alles kaputt gemacht. Diese Idioten, die haben die ganzen schönen Schränke kaputt gekloppt. Tapeten abgerissen. Alter Fabi, hier ist ja gar nichts mehr heil. Oh, das macht mich wütend. Das finde ich richtig traurig. Und hier geht's halt weiter, ne? Oh, Dingstür rausgeballert. Oh, ist das zum Kotzen. Tja, Leute, was soll ich sagen? Waschbecken weg. Wunderschönes Waschbecken. Der Spiegel ist komplett zerstört. Das Telefon ist abgerissen, die Lampe ist abgerissen, die Wände sind zerkratzt. Wundert mich, dass die Dusche noch, ja, die Duschknöpfe sind alle abgebaut worden. Ey, ganz ehrlich, an die Leute, die das waren, ne, ihr könnt mich echt machen, das geht gar nicht. Es setzt sich hier fort, kaputt. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich weinen soll oder ob ich ausrasten könnte, weil das ist ja eine enorme Zerstörungswut. Ach du Scheiße. Hier ist alles geklaut worden, alles geklaut worden. Oh Leute, schämt euch. Tja. Echt, ihr... Guckt euch, Leute. Das ist ja wohl schockierend. Da ist es ja alles kaputt. Die haben ja alles kaputt gemacht.
die Schränke umgeschmissen. Was ist denn bei euch nicht richtig, ihr Voll... Das muss ich alles rauspiepen, aber ist mir scheißegal. Guck mal hier auch, hier war ein Telefon, da hat Marie noch diesen Gag gedreht. Abgerissen. Einfach abgerissen. Weil es ja auch so viel Sinn macht, einfach alles zu zerstören. Das Brett ist hier genau richtig, die Türknöpfe sind abgeschraubt worden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Scheiß, oh meine Fresse. Freunde, hier ist nicht... Oh nee. Alter Schwede. Das ist komplett auseinandergenommen. Sogar so weit, die haben da oben die Scheiben zerdeppert. Jetzt tropft's hier rein. Alter Falter. Fabi, guck da mal rein. Das ist alles kaputt. Haben sie das Cockpit zerstört? Das sind solche... Das sind solche Schweine. Das ist neu bemalt, ja. Das wollte ich gerade sagen, das ist neu. Also Leute, um das mal festzuhalten, die Scheibe war letztes Mal noch komplett drin. Ne? Die waren alle noch heil, ja. Mal gucken, ob das Lederklo noch da ist. Da hat auch irgendein Idiot mit einem Messer reingeschnitzt. Dann wurden hier die ganzen Dinge abgebrochen. Hier oben das Holz verschoben. Ja, es ist nicht, es ist, ja, hier Leute, kaputt gemacht worden. Wow. Großes Kino. In die Schiffskabine. Oh, wow, wow. Den ganzen Tisch haben die rausgerissen. Alter, der ganze Tisch ist weg. Und hier oben auch, haben sie alles kaputt gemacht. Alter Schwede, was... Guck dir das, das ist ja hier auch komplett, haben sie den Wasserhahn abgerissen. Oh, das ist nicht, hier ist ja gar nichts. Oh Gott, guck mal, da haben sie alles rausgerissen. Freunde, das mag jetzt so klingen, dass wir das vielleicht, also viele werden jetzt wieder sagen, oh, der übertreibt, aber ich bin echt schockiert. Ich hätte eben heulen können, weil das ist so dermaßen kaputt, oder? Es ist ja gar nichts mehr heil. Was ist denn mit euch nicht richtig da draußen? An alle, die sowas machen, ey, ganz ehrlich, ich hoffe, ihr werdet erwischt. Karma is a bitch, mein Freund. Meine Freunde. Ja, die Scheiben sind komplett kaputt. Nichts mehr heil. Ja, war klar. Das Waschbecken war letztes Mal schon geklaut worden. Mittlerweile ist es ja noch komplett kaputt. Respekt. Und unten im Klinikbereich, seht ihr schon, setzt sich der Horror fort. Hier haben sie schon mit den Kabeln angefangen. Hier sind die Scheiben alle raus. Ja. Krass, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Ich meine, hier waren damals schon ein paar Scheiben kaputt, aber jetzt sind alle Scheiben im Arsch. Außer die zwei, die sind noch drin. Wir haben gerade festgestellt, dass man da einfach vom Gelände gehen kann. Die haben sogar da die Dämmwolle aus den Wänden gerissen. Ah. Leute, das war die alte Rezeption. Und jetzt zieht euch mal rein, hier sind ja nur noch Scherben. Hier auch alles rausgerissen. Oh, das ist wirklich... Alter, die hatten eine Zerstörungswut, das ist ja nicht mehr... Das ist ja nicht mehr feierlich. Hier kommt für mich die absolute Krönung. Die absolute Krönung ist das. Die haben das komplette Marmording zerschossen. Guck dir das mal an. Die sind doch wirklich nicht ganz dicht, dass die nicht erwischt worden sind. Das hören doch die Nachbarn. Echt, boah. Noch trauriger. Dieser schöne alte Holzschrank mit der Tür hinten drin. Von der Wand abgezogen, kaputt gemacht. Schrecklich. Schrecklich. Gar nicht. Sehr viel Zerstörungswut leider hier. Ne? Und ja. Wir müssen da immer noch rein. Also, das ist echt schade. Ich meine, das gehört im Endeffekt noch irgendwem. Und da, deshalb muss hier ständig die Polizei anrücken. Wir stehen dann hier wie dumm. Ne? Also ich bin auch schockiert.
Leute, ganz ehrlich, wenn die das sehen, die das gemacht haben, ne, ihr solltet euch so in Grund und Boden schämen. Ja, Erziehung nicht gut. Leute, das war's mit diesem Reset. Ich glaube nicht, dass ich nochmal herkommen werde, weil das tue ich mir nicht mehr an. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Like, kommentiert und so, lasst es ab. Wir sind erstmal schockiert, jetzt müssen wir erstmal runterkommen, weil das ist echt heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt, aber ich hätte ausrasten können. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. Okay, ciao. Okay, ciao.